Hallo liebe Zuschauer, heute sind wir wieder unterwegs für euch, schauen uns wieder Stellplätze an. Wir starten heute mit dem Stellplatz in Büdingen zwischen der Autobahn 45 und der Autobahn 66, direkt in der Einflugschneise kurz vor Hanau. Büdingen ist ein relativ kleines Städtchen, aber hat eine super Infrastruktur mit Restaurants, allem drum und dran. Man ist direkt am Wald hier, kann von hier aus mit dem Fahrrad direkt losstarten. Und es handelt sich hier um einen kleinen Stellplatz. Er hat nur 8 Stellplätze, aber eine ganz frisch angelegte End- und Versorgung. Und ansonsten relativ gut ausgeschildert. Ne? Schaut es euch einfach an und los geht's. Tipp von mir, orientiert euch nicht wie in den Ansagen der Portale, sondern orientiert uns an der Adresse in den Jägerwiesen. Dann kommt ihr direkt zur Einfahrt hin. Hier, der gesperrte Platz ist für die PKWs. Ihr fahrt im Prinzip hier rein von der Straße und biegt dann gleich vor dem Einfahrt zum Freibad wieder links ab und habt dann im Anschluss hinten direkt die Flächen für die Wohnmaus. Die Fähr- und Entsorgungsstelle findet sich am Ausgang oder am Ende des Stellplatzes direkt an der Ausfahrt. Sie ist großzügig angelegt, sodass Sie auch große Fahrzeuge problemlos entsorgen können. Hier ist auch der Bezahlautomat. Es kostet 10 Euro, allerdings bitte Hartgeld mitbringen oder per SMS. Direkt an der End- und Versorgungsstelle habt ihr im Prinzip die ganzen Regeln hier auf dem Platz mit der Stellplatzordnung und ein paar nützliche Details nachher noch, was hier interessant ist von der Geschichte her. Ihr habt die Möglichkeit über Handyparken euch einzuloggen und ihr habt natürlich auch ganz normal im Münzautomaten, wie gesagt, 10 Euro einwerfen in Hartgeld. Habt ihr nachher auch euer Parkticket und das gilt im Prinzip dann bis zum nächsten Tag, exakt 24 Stunden. Hier ist dann auch die Versorgung mit Trinkwasser und die Spülanlage für die Entsorgung von Kassetten. Der Schacht für die Entsorgung von Grauwasser und Fäkaltank sauber gelöst, überfahrtsicher. So wie wir das brauchen für unsere Autos, richtig gut. Wie auch schon im Netz von einigen Besuchern berichtet, bitte auf die grauen Stellflächen fahren, dort parken, eigentlich aus meiner Sicht idiotensicher gelöst. Nicht auf die hellen Stellplatzflächen fahren, es sind tatsächlich nur 2x4 Plätze, mehr ist es hier nicht. Man sieht auch sehr schön, dass der Platz leicht nach rechts abfällt. Also wie schon angekündigt, bitte Stützen mitbringen oder auf jeden Fall mit der Hubschützenanlage arbeiten, sonst steht das Fahrzeug relativ schräg. Der Platz scheint relativ frisch angelegt, hat hier in der Mitte sogar noch Bänke zum Verweilen. Und im Anschluss habt ihr direkt das Freibad. Das heißt, wenn man hier mal ein oder zwei Tage im Sommer verbringen möchte, ein Plätzchen bekommen hat, kann man sogar noch ins Freibad rübergehen. Die Einfahrt hinten könnte etwas besser ausgeschildert sein. Die Stromanschlüsse findet ihr jeweils in der Mitte der Parzellen, linke Seite sowie rechte Seite jeweils mit 4 Steckdosen, sodass jeder auch, wer Strom braucht, Strom bekommt. Das war es auch schon kurz aus Büdingen, kleiner Platz, kurzer Bericht. Morgen geht es wieder nach Schlüsselfeld, dann schauen wir uns den Stellplatz von Morello direkt an. Und von dort aus machen wir noch eine kleine Runde Richtung Ansbach. Schauen wir mal, was alles noch auf dem Tablet steht. Ne? Bis dann, ciao. Ja, hallo liebe Zuschauer. Wie schon angekündigt, sehen wir heute auf dem zweiten Stellplatz. Wir haben heute Zwischenstation beim Morello-Werk in Schlüsselfeld. Dieser Stellplatz liegt für alle die, die ihn noch nicht kennen, direkt an der A3 zwischen Würzburg und Nürnberg und lässt sich so immer sauber einbauen, wenn man Richtung Süden unterwegs ist, Richtung Passau, Österreich oder von hier aus wieder runter zu uns nach München möchte. Und heute möchte ich euch den Stellplatz kurz zeigen. Er hat insgesamt 51 Stellplätze, die richtig, richtig groß sind, weil hier natürlich ursprünglich auch geplant wurde für die großen Liner. Und kommt einfach wieder mit. Die Zufahrt ist sehr gut ausgeschildert, das heißt, bevor ihr hochfahrt zum Werk, ist schon angeschrieben, wo es zum Stellplatz geht. Hier fahrt runter, könnt ihr euch schlau machen, wie alles funktioniert. Es gibt eine moderne Schrankenanlage. An dieser Schrankenanlage wird nachher das Kennzeichen erfasst. Ihr könnt zuerst mal reinfahren, euch entspannt einen Platz suchen und den Bezahlvorgang nachher hier am Automaten abwickeln. Die Fähr- und Entsorgung ist genauso großzügig angelegt.
kein Kunststück, weil hier plant man grundsätzlich mit großen Fahrzeugen. Hier kommt tatsächlich jeder klar, der ver- und entsorgen möchte. Zum Entsorgen gehört natürlich auch das Thema Müll und Mülltrennung. Auch hier in der Abfallsammelstelle wurde an alles gedacht. Hier wurde tatsächlich an alles gedacht. Es gibt eine saubere Übersichtskarte, wo man sich richtig schön schlau machen kann. Es gibt Rundwege, wie kommt man runter zur Ortschaft. Es wird darauf hingewiesen, wo die Wirtschaften sind, von der Eisdiele bis zum Stadtbäcker. Und es wird natürlich auch eindeutig über die Stellplatzordnung hingewiesen. Und hier habt ihr den Automaten. Für Morello VIP-Kundenclub-Mitglieder ist das Übernachten kostenlos. Und ansonsten entnehmt das bitte der Infobox. Es geht alles automatisch mit Menüführung, inklusive Quittung. Man kann bezahlen mit Eurocard, mit Mastercard, mit Visa oder natürlich mit der EC-Karte. Ich denke, sauber gelöst als Zwischenstation, absolut empfehlenswert. Hier ist auch die Autobahn kaum zu hören und somit kann ich das Thema von unserer Seite aus gerne empfehlen. Großzügige Zufahrt zu den großzügigen Parkplätzen, einfach gut gelöst. Es gibt hier einen schönen Grillplatz sogar, eine kleine Hütte, wo man sich treffen kann, wenn man mit mehreren Fahrzeugen da ist. Und es gibt hier einen kleinen See, da hat es sogar richtig Frösche drin, ich denke, ihr hört's. Und wie gesagt, man fühlt sich hier wie in einer kleinen Oase und ist eigentlich im Industriegebiet direkt an der Autobahn. Von meiner Seite aus hier Daumen hoch.